Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Bit und wie immer herzliche Grüße aus dem heißen und sonnigen Paraguay. Heute das Thema Plan B Auswandern. Bleibt dran. So. Vielen Dank nochmal an euch für eure Fragen und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, bitte schnell abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. So, wie gesagt, es kamen viele Fragen und ich möchte mich speziell zu dem Thema eben Plan B für die Auswanderung äußern. Warum, weshalb, sage ich euch gleich. So, wie gesagt, über die Auswanderung habe ich schon mehrmals ja gesprochen. Da werde ich euch hier oben links auch ein Video verlinken, wo ich früher auch über die notwendigen Dokumente gesprochen habe. Aber im heutigen Video geht es um was ganz anderes. Und zwar, wie wandere ich aus? In diesen schwierigen Zeiten. Es ist nämlich ein sehr wichtiges Thema. So, ich kann aber aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, da wir mittlerweile schon wirklich einige Anträge an die Auslandsbehörde gestellt haben. Deshalb spreche ich über Plan B für die Auswanderung. Viele von euch haben es gesagt, gut, bitte, ich weiß es nicht, ich wandere ja aus, vielleicht doch im nächsten Jahr, vielleicht doch in 2, vielleicht doch in 5 und vielleicht gar nicht mal. Gut, kann ich nachvollziehen, ich bin schon 18 Jahre in Paraguay, bin sehr zufrieden, aber wie gesagt, jeder von euch muss die Entscheidung natürlich selbst treffen. Aber worum es geht? Es geht darum, dass durch die schwierigen Zeiten, Corona etc., man kann es kaum reisen, man kann es aber die Dokumente, das heißt also die Daueraufenthaltsgenehmigung für Paraguay beantragen. Und was das genau bedeutet, sage ich euch gleich. Also es ist die Möglichkeit für euch alle, die Aufenthalts- oder die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Paraguay zu beantragen. Und zwar ohne eure Anwesenheit. Und das ist das A und O. Das heißt, ihr braucht die notwendigen Dokumente. Klar, sendet uns per DHL oder UPS oder wie auch immer. Und den Rest erledigen wir für euch und dann später braucht ihr im Prinzip nur einige notwendige Sachen zu unterschreiben bzw. auch die Fingerabdrücke zu hinterlassen. Logischerweise kann ich das nicht für euch erledigen. So, also was ich brauche bzw. was ihr machen müsst oder solltet, falls ihr die Daueraufenthaltsgenehmigung haben möchtet. Also, ich gebe euch unten in der Beschreibung unsere E-Mail-Adresse. Einfach die Kopie des Passes bitte zuerst an uns senden. Warum? Weil wir nachher meinen, dass ihr auf jeden Fall ernst meint. Das ist das A und O. So, dann bekommt ihr alles Weitere von uns, wo euer Vorteil ist, werde ich euch gleich sagen. Ihr praktisch, ob ihr jetzt nach Paraguay in diesem Jahr, im nächsten Jahr auswandert möchtet, spielt gar keine Rolle. Erstmal, was wichtig ist in diesen schwierigen Zeiten, ihr könnt auf jeden Fall nach Paraguay einreisen. Ja, jawohl, einreisen. Das heißt, mit diesem Dokument, was ihr von uns bekommt,
wird auch von der Auslandsbehörde, vom Ausländeramt bestätigt. Ihr bekommt eine Nummer. Und aufgrund diesen Dokumenten könnt ihr nach Paraguay einreisen. Klar, ob es mit Quarantäne oder ohne. Also im Moment ist die Quarantäne notwendig. Es kann aber sein, dass es später die Quarantäne verkürzt wird, beziehungsweise gar keine Quarantäne gibt. Also, ich weiß genauso wenig wie ihr sicherlich. Die Zeiten sind schwer. Aber was man auf jeden Fall nutzen sollte, meiner Ansicht nach, statt zu Hause Däumchen zu drehen, für diejenigen, die natürlich noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben, ist es eine Top-Angelegenheit. Gar keine Probleme, es ist alles legal. Ihr bekommt die Aufenthaltsgenehmigung dann ausgehändigt und bekommt die legale Nummer. Und das ist das Wichtigste. Ihr könnt nämlich nach Paraguay einreisen, weil sonst gibt es die Möglichkeit bis heute nicht. Wer weiß, wie die Möglichkeiten später ja aussehen werden. Und zum Plan B auswandern. Ha, gute Frage, da sage ich gleich einige Sätze dazu. Also viele sprechen von Plan B, was die Auswanderung angeht. Ich habe zu Plan A erklärt, schon seit 18 Jahren. Da bin ich wirklich mehr als zufrieden. Also von daher, meine Bitte an euch alle, schiebt eure Entscheidung nicht immer wieder nach hinten und nach hinten. Und immer wieder die gleichen Ausreden. Nein, ich kann ja nicht, ja, die Mutter muss sich pflegen, nein, das Kind ist krank geworden und. Ihr wisst am besten, wie das ja funktioniert. Aber macht das nicht, beantragt einfach die Dokumente, schickt an uns die Kopie des Passes, die E-Mail-Adresse gebe ich euch unten auf jeden Fall, auch ihre WhatsApp-Nummer, was auch wichtig ist, damit wir euch auch kontaktieren können. Das ist das A und O. Also wirklich diejenigen von euch, die Interesse haben, die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, Erlaubnis zu beantragen, bitte uns direkt anschreiben. Das ist das A und O. Die anderen sollen auf jeden Fall noch etwas warten. Vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht in 2 Jahren, vielleicht in 5 Jahren ergibt sich ja bessere Möglichkeit, nach Paraguay auszuwandern bzw. einzuwandern. Aber was noch wichtig ist, und da wollte ich zum Schluss euch sagen, man weiß es nie, ob sich die Einwanderungsregeln nicht ändern werden. Gut, man spricht darüber, es ist immer wieder gleich geblieben. Aber ob es im nächsten Jahr noch so einfach sein wird, wie noch in diesem 2020, weiß natürlich keiner. Ist es auf jeden Fall empfehlenswert, die Dokumente jetzt zu beantragen. Macht das, schreibt uns an, und wir beantworten euch eure Fragen sehr gerne. In diesem Sinne, liebe Grüße, bleibt gesund, abonniere den Kanal und ich gebe euch zum Schluss weitere empfehlenswerte Videos. Mach's gut, in diesem Sinne.